Poi arrivò Baldapio. Vi occorre qualcosa? Vi prego, signore! Mi dispiace, vostro onore. Puoi andare, tu. Che posso fare per voi, Baldapio? Sapete che cos'è questa? Roba da donna. Sbagliato. È denaro. Roba da uomini. Davvero? E perché mi dovrebbe interessare? Ho intenzione di riparare la filanda. La filanda? Dove troverete i soldi? Questo è un mio problema. Voi fate in modo che nessuno mi intralci. Era il 1862, l'anno della grande nevicata. E io partii per l'Egitto in cerca delle uova. Mi ci volle un mese per trovarle. E un po' meno per tornare a casa. Di come si facesse la seta, non sapevo nulla. Ma sapevo soltanto che dovevo tenere quelle minuscole uova al riparo dal calore, tenerle pulite e portarle a casa prima che si schiudessero. これ一箱に一袋これ一つにこれ一つ五これ4五だ。Kalabrien in Süditalien. In der Nähe des kleinen Ortes San Floro züchtete man früher Seidenraupen, wie fast überall auf der Halbinsel. Ein Nebenerwerb für die Bauern. Aber das lohnt sich schon lange nicht mehr. Da gehen die Mitarbeiterinnen in den Maulbeerhain, der eigens für das Projekt angelegt wurde. Die Seidenraupen ernähren sich ausschließlich von den Blättern dieser Bäume. Für die jungen Tiere werden die Blätter klein geschnitten. In Portionsstücke, die sie von allen Seiten anbeißen können. Essen. Etwa 30 Tage lang fressen die Raupen ununterbrochen. Dabei wachsen sie in unglaublichem Tempo. Viermal müssen sie sich häuten, damit ihre Haut sich dem Wachstum anpasst. Nach einem Monat Fressmarathon beginnen die Raupen sich einzuspinnen. Aus einer Spinndüse am Schwanzende sondern sie eine Flüssigkeit ab, die an der Luft aushärtet. Daraus entsteht die Seide. In Europa gezüchtete Tiere erzeugen meist gelbe Fäden. Kochendem Wasser lösen sich die Fäden wieder voneinander. Hat man erst einmal den Anfang gefunden, lässt sich die Seide ganz einfach abspulen. Genauso mit ganz einfachen Mitteln stellte man früher Rohseide her. Ein ununterbrochener Faden von Hunderten oder sogar Tausenden von Metern löst sich langsam vom Kokon. Diese Seide könnte so auch direkt weiterverarbeitet werden. Meist wird sie aber noch einmal gereinigt und für die Industrie speziell ausgerüstet. Wurde die Seide im 15. Jahrhundert überall in Italien hergestellt. Thank you.
l'ho fatto la dote a miei figli e agli amici e ai nipotini, l'ho fatto tutte le coperte, tutto quello che hanno. Ma conserva ancora dei lavori che lei ha fatto? Sì, sì, ancora ce l'hanno i miei figli.